Hallo, 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 hier ist ein neues Reaction-Video von Shoki Banoki. Und das ist der Daniel und ich bin der Sashi. Moin auch. Ja, und bevor ihr irgendwas hier macht, könnt ihr erstmal unseren Kanal hier abonnieren und liken und den ganzen Käse. Das Video auch Daumen hoch, ganz wichtig. Wir gucken uns ein Video an von Julian Bam. Ach ja. Märchen in Asozial heißt es, das gucken wir uns aber nach dem Intro erst an. Los Intro? Geht's. Ach, wie immer, ja. Ja, genau, das da ist es. Ja. Guck mal, was ein Intro, du. Hammer, oder? Was ein Intro, ich sag dir. Da wird ein blinder Mann viel für geben, wenn er das mal sehen könnte. Ja, aber richtig geil, ne? Ja. Shoki Banoki, Reaction schonungslos. Heute mit Julian Bam. Sascha und Daniel. Auch die, ja. Märchen in Asozial geht jetzt los. Ich bin gespannt, was da überhaupt gezeigt wird. Und ich erst. Weihnachten, Mixtape, Märchen. Ah, Mixtape 2. Ah, okay. Aha. Es war einmal ein großer, böser Wolf, der einen Fresskick nach dem anderen schob. Hauptsache nachdem er all sein Börek weggesnackt hatte, bekam er tierisch. Ja, so ein böser Wolf ist ja nur am Saufen und wenn, dann richtig die großen Litterdinger, ne? Ja. Ist ja klar. Bock auf Ziege. Ja. Der Wolf und die sieben Geißlein. Wir rekapitulieren nochmal, was passiert da eigentlich. Eigentlich ist es so, dass die sieben Geister vom Wolf überwältigt werden, gefressen werden. Der Wolf wird vom Jäger überwältigt, durch Steine rein und den Brunnen und ersäuft. Das ist es. Shortcut, ja, so ist es. Sehr gut, genau. Plötzlich vernahm er den Laut einer Ziegenmutter, der ihn hart positiv triggerte. Meine sieben Geißlein allein zu Hause, meh, meh, meh. Sieben kleine Zieglein leicht verdaut, lelele. Sieben? Warum singt die Mutter... Sieben kleine Zieglein leicht verdaut, lelele. Also nicht das lelele, sondern den Text vorher. Ich kenne das eher umgekehrt, dass du nachts durch dunkle Straßen gehst, wenn du Angst hast, und dann sagst du, scheiße, keine Uhr an, kein Portemonnaie dabei, Geld vergessen, ach, keine Kette an. Ich weiß gar nicht, wie ich so ganz ohne Wert genau. Sagen, durch die Gegend laufen kann. Ja. Ach, ist, ich bin so viel und wert. Aber laut. Ja, ja, aber so, sieben kleine Geißchen allein, lelele, leicht verdaut, lelele. Nach der Werbung. Mütze verliert er, ist nicht richtig angenäht. Bäh, mach mal auf, wir sind eure Mutter. Du bist nicht unsere Mama. Mach mal auf, wir sind eure Mutter. Unsere Mutter klingt viel mehr nach Autotune. Hier ist die Mama, Mama, mal jemand zu Haus? Jo. Hier ist die Mama, Mama, mach mal bitte auf. Nope. Hier ist die Mama, Mama, kommt ihr jetzt mal raus? Nope. So sucht euch Mama, Mama, Mama eine aufs Maul. Oh shit, aber Mama trägt doch niemals nie Supreme. Hä? Und Mama raucht doch niemals Chesterfield. Check. Unsere Mutter riecht nach Wodka, nicht nach Faxe. Und jetzt zu deinem Kackfinger weg von unserer Klingelkaste. Okay, bis gleich. Wir haben jetzt für Chesterfield und für Faxe haben sie ja Werbung gemacht, ne? Ja. So nebenbei. Willst du was sagen? Unsere Mama riecht nach Wodka, nicht nach Faxe. Ja. Das ist doch bei Geisenmüttern so. Ja, die meisten sind schwerst schnapsabhängig. Ja, ja, also die trinken auch Wodka. Mhm. Und nicht so dieses Faxe da. So wie die Wölfe. Bruder, was sind die so smart? Aber ich hab noch was anderes im Petto, wa? Warum lassen wir Mama nicht rein? Boah, ey, du bist so ein Opfer, Lars. Hier ist der Bubububude von der Post. Netter Versuch, aber wir sehen deinen Kopf flimmern. Hier ist der Pizza-Lieferant. Deine Pizza schmeckt scheiße, also hier ist der Gaga-Gaga-Garten-Architekt. Ja, wo haben wir denn einen Garten bei der Kette? Ihr sollt die Scheiße oder ich tritt sie in den Dreck, denn ich bin der verdammte Wolf und ich snack euch alle weg. Mama. So, aufgefressen. Oh, jetzt kommt Mama. Wo sind meine sechs Geißlein hin? Meh, meh, meh. Die andere Mama hat die. Ach, die kommen schon wieder. Lelele. Le, le. Die Mutter ist total. Lelele. Le, le. Gechillt. Ja. Ja. Was hat die so eingenommen? Was glaubst du? Oh. Guck mal, wie die Mutter aussieht auch. Aber pass mal auf hier. Guck mal. Das ist doch keine Mutter. Deine Mutter, Alter. Schon wieder. Lelele. Le, le. Satt und zufrieden ja, saß der Wolf am Baum, als es plötzlich nicht, in ihm rumpelte und pumpelte. Oh, Alien! Da hätten sie jetzt einen Julian Bam-Kopf drauf machen müssen, ne, auf diesen Geißlein. Es war ja. Oh, es geht. Achso, das war's schon. Der Frosch, also, ja, jetzt sieben Geißlein.
Wie fandst du? Fand ich ganz gut. Ich hätte mir statt dem Julian Bam-Kopf auf dem Lamm nachher gewünscht, Sigourney Weaver. Das ist von Alien, die Schauspielerin. Ja, hätte der gepasst, oder? Stimmt, ja. Oder wirklich ein Alien. Oder das. Ja, ja, aber ansonsten war es cool. Also so die Mutter war... Ja. Ja, war gut. Also ich habe am Ende noch den Jäger vermisst, der den, der die Steine richtig, in den Bauch reinnäht, genau. Und dann darüber... Und das Zunähen habe ich vermisst. Ja, also so und den Brunnen. Zugenähter Bauch ist schon was Schönes. Das flickst und zugenäht. Ja, genau. Jetzt kommt der Froschkönig. Mal gucken, was sie sich da ausgedacht haben. Verzogene Königstochter, die gerne ihre Zeit damit verbrachte, ihre wertvollsten Dinge über einem Brunnen genauso dusselig. Wer konnte ahnen, dass ihr dabei mal etwas in eben diesen hineinfallen könnte? Das gute Handy. Zum Glück. Wieso redet die Kölsch? Gabba war gleich ein hilfsbereiter Frosch zur Stelle, der mit tröstenden Worten zu ihr sprach. Walla Habibi! Walla Habibi! Wallah, hast du das gesagt? Wallah, Habibi, wo hab ich Fälscher meine Glatze? Jonglen über den Brunnen, ey, was das für eine Macke? Vielleicht ist mein Handy noch am Funzen. Stell dich doch kurz ab, bis ganz nach unten. Hol mein Bier, 5 Sekunden, hab ich's wieder gefunden. Dafür gibt's Küsschen, Küsschen, aber mit Zungen. Wallah, Ehrenmann, Bruder, ich küss deine Augen. Wallah, weißt du, was Wallah heißt? Ich schwöre. Ich schwöre? Und Habibi? Schätzchen. Wallah Habibi, ich schwöre, Schätzchen. Das heißt Wallah Habibi. Also nicht direkt Schätzchen, sondern so im übertragenen Sinn. Das ist so einfach ein Kosenamen für die Allgemeinheit. Wallah Habibi, das ist, ich schwöre, Schätzchen. Du positiver Mensch. Ja, ja. Dafür gibt es kein Wort mehr. Jetzt mal ohne Scheiß, dein Lachen eben, das war so ein bisschen, hatte was von Alien. Wo wir von Alien auch gesprochen. Nee, dieses... So, als wenn das Alien kurz vorm Zustoßen ist. Ja, ne? Ja, richtig, wo die Zunge rauskommt. Ich werde dich noch darauf aufmerksam machen, wenn du nicht dran denkst. Das kannst du ja nicht nachmachen. Wenn wir einen guten Schnittmann hier haben in der Redaktion, vielleicht kann er ja das da rein... Nee, machen wir nicht. Und du dann noch entzückt im Bett bouncen. Trau dich, dann werde ich zum Traumprinz, das kannst du mir glauben. Okay, bin mal kurz ein neues Smartphone kaufen. Geil! Und so wartete der Frosch ganze 3 Minuten, bis er sich schließlich zum Königsschloss aufmachte, um die Prinzessin bei ihrem Vater gesehen? Zu... Hast du gesehen? Der Frosch, pass auf. Der Frosch ganze 3 Minuten, bis er sich schließlich zum Königsschloss aufmachte. Frosch hat eine Hand im Arsch. Um die Prinzessin bei ihrem Vater zu verpetzen und sein Recht einzuholen. Richtig geiler Gag. Das war ein richtig geiler Gag. Fisting, ich sag dir das. Baby. Und so sprach der Frosch. Der isst die Banane mit Messer und Gabel und Schale. Macht er immer auch. Was hab ich noch nie gesehen? Ich bin ein Frosch. Was? So was wird auf TikTok mies abgehen? Wallah Habibi. Wallah Habibi. Welche denn? Ich hab viele aus vielen Epochen. Also, da gibt's Jacqueline. Guck mal, warte mal, ich hab einen Fehler entdeckt. Pass auf. Hier. Guck mal. Hier steht noch niemand an der Seite. Also, niemand. Da auch nicht. Jetzt auf einmal stehen sie alle da. Also, sie müssen mal reinkommen können irgendwann. Keine von denen da. Oh, du bist ja eine süße Katze. Ich bin ein fucking Frosch. Boah, die kann sogar reden. Genau wie ein Pagagei. Wen meinst du denn? Sie war blau, blaue Augen, lila Kleid. Meinst du? Jacqueline, Dina, Jenny, Ann-Kathrin, Selina, Dean, Mandy, Cindy, Kelly, Christine, Ines und Josephine. Außerdem hatte die nur einen Arm. Ah, dann ist es also nicht. Jacqueline, Dina, Jenny, Ann-Kathrin, nee, Selina, ist es nicht. Von. Ah, du meinst unser schlauestes Töchterchen. Kevin. Töchterchen mit dem Namen Kevin. Ist ja Mädchenname mittlerweile. Mhm. Sei lieb zu dieser Katze. Sie ist ein verzauberter Prinz. Mann, da kriege ich doch Herpes. Hast du gesehen, wie lange die Banane da schon gelegen hat? Die ist schon braun gewesen. Hast du gesehen? Guck mal hier, pass auf. Hier, siehst du das? Ja. Pass mal auf, jetzt muss das mehr... Wieso geht denn das nicht runter? Achso, nee, weil es ja läuft. Ja, scheiße. Aber die Banane ist total braun hier. Ja, wer weiß. Die Dreharbeiten haben lange gedauert. Und nicht so lange wie hier dieses Video da. Verzauberter Prinz. Mann, da kriege ich doch Herpes. Herpes kriegt man nicht. Na gut, dann hoffe ich aber, du bist ein richtig geiler Prinz. Also wenn man, Moment, der Satz, den ich sagen wollte, ist folgender. Achtung, wenn man die Zähne putzt, bekommt man den Herpes nicht weg dadurch. Was hat Zähne putzen mit Herpes? Das hatte gerade eben hier, kriegt doch Herpes und er hat die Zähne geputzt. Bringt doch nichts. Ein Frosch, ganz davon abgesehen, dass ein Frosch keine Zähne hat. Also stimmt, was hat er denn dann geputzt?
Egal. Den Gaumen. Lecker. Lecker. Und als die Hand im Arsch. Hä? Du bist ja immer noch ein Frosch. It's a prank, du hast einen Frosch geküsst, du hast... Geile Frosch, der macht hier Zungenküsse lalalala, und hat eine Hand im Arsch. Was meinst du, wie geil das für den Frosch war? Frosch geküsst. Und in die Pfanne. Es war einmal eine Müllerstochter. Also, das war Froschkönig. Mhm. Dein Resümee zu Froschkönig? Mein Resümee zu Froschkönig ist... Das erste hat mir besser gefallen, das mit den Geißlein. Das war schon, war auch nicht so schlecht. Das war mit Sicherheit auch aufwendig, diese 25 Mädels nebeneinander zu stellen und dann noch alle gleich. War alles die gleiche. Ach komm. Ja. Das ist nur ein Schnitt. War richtig. Drecksack. Hammer. Voll ne? Fake, ey. Ja, ja. Das war auch bei den Geißlein vorhin, das war alles der gleiche, Julian Bam. Haben nicht die Zwillingsbrüder da geholt. Unglaublich. Ja. Weil Julian Bam ist ja kein Siebenling. Nee? Die aufgrund der dreisten Lüge ihres Vaters die Fähigkeit oh, jetzt, Stumpelrienzchen, wie heißt das? Faxe! Die haben hundertprozentig einen Vertrag mit Faxe. Oh, jetzt ist Werbung hier, da müssen wir mal. Ach, hier, das können wir so nicht durchgehen lassen. Nein. Jetzt wollen wir erstmal. Also, die haben einen Vertrag mit Faxe. Die haben einen Vertrag, weil es ist schon das zweite Mal jetzt Faxe. Mhm. Ne? Beim Wolf war Faxe. Und was war noch? Beim Wolf hat er noch irgendwas mit Werbung gemacht. Nee, das, im Text war noch mal drin. Ne? Okay. Ja, genau. Ja, jetzt machen wir hier Werbung überspringen und dann hier weiter geht's. Pass offen zu spinnen. Und, es dauerte natürlich nicht lange, bis auch der König davon erfuhr und sich diese außergewöhnliche Gabe zunutze machen wollte. Mach das mal bis morgen früh, sonst schlage ich dir rüber. Ach, wie gut, dass niemand weiß. Wenn du es schaffst, dann nehme ich dich zur Frau. Dass mein Stilzchen Rumpel heißt. Kennst du es? Ja, Werner, der Film. War Werner? Mhm. War Werner? Ja, Werner. Nee. Doch. Otto, oder? Nein, Werner. Bei was denn? Ja, der ist doch, am Anfang ist er doch vom König, da hat er geträumt und dann musste dann in irgendein Schloss und musste den König zum Lachen bringen und alle haben gelacht, nur der König nicht. Und dann hat er ihn eingesperrt und in seinem Verlies, in seinem Kerker, ist dann Rummelstilzchen aufgetaucht und hat ihm irgendeinen Zauberstift gegeben und er musste dann damit anfangen und zu schreiben. Und da sagt er, ach wie gut, dass niemand weiß, dass man Stilzchen Rumpel heißt. Später. Später sagt er das. Also. Werner, haben wir wieder was gelernt? Haben wir ja einen Bildungsauftrag hier bei Schoki Panuki. Richtig, genau. Tschö. Wie geht das? Gibt es eine Betriebsanleitung oder sowas? Ja, vielleicht ja unter Strom. Oh, da ist er, guck mal. Als wenn ich es gewusst hätte. Wer bist du? Ich bin... Ah, du sehr clever. Aber du willst dich ja nie seinen Namen verlassen. Okay, schade. Dann nenne ich dich einfach... Stroh zu Gucci? Ja moin! Fake ist zwar günstig, aber am Ende du beläufst. Doch bevor ich erstmal loslege, wie sieht mir Bezahlung aus? Willst du meine AirPods haben, Bruder? Such dir halt was aus. Dein King will ich haben, du haben keine Wahl. Mein Ball kannst du haben, ist im Märchenwald normal. Sehr. Die Bewegung kennst du? Ja. Woher? So vom... Das da, was sie da machen? Mhm. Kennst du es? Mach die Robbe. Auch von Julian Bam. Ja. Mach die Robbe. Stimmt, ich weiß, dass du das kannst. Ich hab's ganz verdrängt. Ist im Märchenwald normal. Sehr. Und du darfst Kind behalten, lässt du meinen ganzen Namen. Oh, das ist aber nett. Heute glillig, morgen chillig, übermorgen hol ich mir das Kind. Ach, wie gut, das Heute liegt grillig, morgen chillig. Das ist gut, ne? Heute grillig, morgen chillig. Dich lumpe ich dich in heiß. Nachdem des Königs Bedürfnis nach gratis Gucci befriedigt war... Das ist ein Pferd. Das ist das Weirdeste. Der ist kein Pferd, sondern ein... Ein Zyklop, keine Ahnung, wie heißt denn das? Centaurio. Centaurius. Heißt das? Mhm. Echt? Das war ein Glückstreffer. Ja, stimmt aber. Nahm er die Müllers Tochter zu seiner Frau, die nun ernsthafte Muttergefühle in sich entdeckte und das Kind doch nicht dem bizarren Wichtel-Arschloch aus dem Stroh überlassen wollte. Alles klar, jetzt kenne ich deinen Namen. Du kennst schon habe? 9 Monate schon rum. Ja, es heißt Börek, sehr lieb, noch ein bisschen dumm. Sehr schöne Name, aber sehr... Türkische Gebäck. Türkische Teigtasche mit Käsefüllung. Entschuldigen Sie, dass ich so ausgedrückt habe wie Sie. Ja,
Als was zu essen? Heute chillig, morgen grillig. Doch ich werd mitnehmen und deshalb hält Wind. Halt, stopp, jetzt rede ich. Ich kenn deinen Namen, verpiss dich, du Wicht. Du heißt nicht Ling, du heißt nicht Lai. Ich weiß, dass du Lumpelstilzchen heißt. Lumpelstilzchen? Nein, mein Name Lumpelstilzchen. Lumpelstilzchen? Nein. Lumpelstilzchen, Lumpelstilzchen, verstehst du nicht? Lumpelstilzchen. Ah, du Falschsagen, gib mir dein Kind. Ich hab doch Lumpelstilzchen gesagt. Ich hab doch Lumpelstilzchen gesagt. Oh, du hast mir falsch gesagt. Ich nehme mit dein Kind. Gucci, Gucci. Das ist falsch ausgesprochen. Der Jute Börek. Es war einmal ein Mädchen, das nachdem es, wie so viele Kinder... Achso, das war's jetzt hier. Es war Lumpelstilzchen. Ja. Hat er falsch ausgesprochen am Ende? Hat er, ja, fand ich auch ganz lustig, weil er heute grillig, morgen chillig gesagt hat. Das erinnert mich auch an eine Thai-Massage, die ich mal regelmäßig genommen habe. Regelmäßig? Ja, das war, ich war so mehrere Monate war ich da, bin ich jede Woche gekommen und dann einmal habe ich so pausiert und da in der Zeit habe ich ein bisschen abgenommen. Also schon irgendwie so 8-9 Kilo oder sowas in der Zeit. Und dann kam ich rein und sie hat immer so Thai-Deutsch gesprochen. Mhm. Und dann sagt sie, guckt sie mich an und meint so, sie haben genug, sie haben ganz viel haben genug. Sie hat so gesprochen wie der Rumpelstilzchen. Falsch ausgesprochen. Rapunzel. Ursprünglich als Zahlungsmittel dient. Rapunzel hat Parunzel. Von einer alten Funzel in einen Turm gesperrt wurde. Eines Tages aber machte sich ein junger stattlicher Prinz auf, um das Mädchen aus dem Turm zu befreien. Ja, genau. Das ist Paketdienst. Versucht das natürlich so auf diese Art und Weise mal hochzuwerfen. Funktioniert nicht. Das ist wie in echt. Mhm. Das, so kenne ich das Original. Ich hatte auch schon mal blaue Tonne. Paket ist in blauer Tonne. Stand drauf. Gibt's nicht. Ja. Und die Papiertonne wurde abgeholt schon mittlerweile. Saugeil. Ja, war weg. Egal. Ah, der Turm. Der Info. Das ist Superman Cape oder was? Scheiße, Mann, ich war gerade am Kacken. Was denn? Rappen? Ja, okay, lass machen. Doch echt hot. Check mal Schuhe, check mal Style, check mein Outfit. Supreme. Check mal Kette, check mal Flow, ich bin dein Traumprinz. Guter Fang. Zwei fremde Männer, als ob ich euch zu mir hochhol. Holt euch selber einen runter, ich bleib lieber solo. Ja. Check mal, hab sogar ein Cape. Ich dachte, dass der Reim auf hochhol ein bisschen sexistischer wird. Und zwar? Egal. What the? Ey, jetzt sind wir ready für ein Date. Ich halt die Sexcam. Überzeug dich, unser Booty Shake. Beim Booty Shake bleibt es mein Interesse nicht ganz liegen. Deine prallen Backen sind schon echt ziemlich 1, 3, 3, 7. Lass dich an mein Zöpfchen dran, wird's dir mal eben runterschieben. Aber bitte, bitte nicht so krass an meine Extensions ziehen. Geil. Und jetzt? Hallo? Die beiden verliebten sich sofort ineinander und vollzogen den Akt der Liebe wie zwei kleine Bonobo-Affen. Ja. Wie machen denn Bonobo-Affen? Habe ich noch nie gesehen. So nebeneinander liegend. Und Kussmund machend. Bonobo. Woher kennst du meine Eltern? Das sind meine Eltern. Und wenn sie nicht gestorben sind, freuen sie sich über jeden einzelnen Like von euch. Aber ihr müsst natürlich nicht. Wäre nur, sagen wir mal, notwendig. Das war Märchen in Asozial Teil 2. Wer es noch nicht gesehen hat, Teil 1 gibt es auch auf diesem Channel. Aber ich glaube, dass ihr es schon gesehen habt, weil es hat echt viele Views bekommen, mehr als wir erwartet haben. Wir hatten ursprünglich eine Story, wo Kelly ihren Arm versteckt. Die Geschichte geht auch ganz anders aus, aber irgendwann beim Dreh haben wir gemerkt, das macht gar keinen Sinn. Und deswegen haben wir es dann irgendwie einfach umgefreestylt und jetzt
hat Kelly nur einen Arm. Also Leute, falls ihr euch gefragt habt, warum Kelly nur einen Arm hat, es hat gar keinen Sinn gemacht. Schaut doch einfach mal bei der Kelly vorbei. Sie ist ein Prachtexemplar von Mensch. Sie macht das toll. Sie ist super. Schön. Wer sie noch nicht kennt, der hat echt noch nicht gelebt. Das war's auch schon, Leute. Wir würden uns wirklich freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst. Und ein Like. Und das, worauf ihr Bock habt. Geld. Also, Ich muss ja sein Geld nur für wohltuende Zwecke, ne? Ja, nee, nur für das eigene Konto, ist ja klar. Mhm. Ja. Märchen asozial, Teil 2 war unterhaltsam, würde ich sagen. War ganz gut. Prädikat unterhaltsam. Unterhaltsam, auf jeden Fall. Mhm. Ich gucke mir irgendwann mal auch mal den ersten, vielleicht gucken wir uns mal zusammen den ersten Teil an irgendwann. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob wir uns den ersten noch anschauen. Ob man darauf reagieren sollte oder nicht reagieren sollte. Und wenn ihr Bock habt, dann, wie Julian gesagt hat, ein Like wäre nicht unbedingt. Wie hat er gesagt? Ein Like wäre nicht unbedingt das Falsche. Nee, er hat gesagt, ihr müsst nicht, aber es wäre nötig. Okay. Verstehst du? Damit es weitergeht. Ja. Dann machen wir ein neues Reaction-Video. Ja. Wir machen auch so eins. Und ein Like für den Kanal, ein Abo für den Kanal ist auch noch drin. Also, hallo. Und zum Abschluss kriegt ihr noch von mir eins, wie immer. Cheerio, Miss Sophie. Wir sehen uns. Ja, und was hat dir gefallen? Oder? Ja, ich muss das ja jetzt sagen, ne? Weil sonst kommen die ganzen. Sonst kommen auch die ganzen Julian Bam-Fans und dann gibt es gleich ein Dislike und so ein Scheiß. Dislike, ne? Dann gibt es ein Bam auf die Fratze. Aber volle Kanne, deswegen muss man ja sagen, dass wir es gut fanden. Ne? Ja, fand's auch gut. Natürlich nicht. Ist ja klar.